Ein Weltstar in Nordhausen. Da staunen selbst die Kleinen, obwohl nur wenige wissen, wer das eigentlich ist. Chris Norman schaut sich am Nachmittag zum ersten Mal das künftige Kinderhospizgebäude an, in dem derzeit noch eine Grundschule residiert. Ab Spätsommer 2007 soll sich hier jedoch baulich was tun. Eine Herberge für schwerkranke Kinder und ihre Familien soll entstehen. Der 55-jährige Rockstar ist begeistert. I think it's a really great location. Ich finde, das ist ein großartiger Ort. Es könnte nicht besser sein. Das Gebäude ist riesig. Außerdem wurde es schon immer für soziale Zwecke genutzt, zum Beispiel als Schule. Als einer von vielen prominenten Botschaftern trägt Chris Norman die Idee des Kinderhospizes weiter und sammelt Geld. Nicht nur eine handsignierte Gitarre, sondern auch ausgediente Smokey-Outfits will er für den guten Zweck versteigern. Denn knapp 5 Millionen Euro werden für den Hospizbau benötigt, finanziert allein aus Spenden. Für den fünffachen Vater eine Herzensangelegenheit. Es ist das Schlimmste, was es gibt, wenn das eigene Kind vor einem stirbt. Ich selbst habe vor 5 Jahren einen Sohn bei einem Verkehrsunfall verloren. Ich weiß, wie schrecklich das ist. And I know how terrible it feels to have that happen. Bei dem Benefizkonzert morgen Abend auf dem Nordhäuser Petersberg wird er jedenfalls alles geben, damit richtig viel Geld für die Kinder zusammenkommt. Kaum zu glauben, dass dieser Hit schon 30 Jahre alt ist. Und irgendwie auch kaum zu glauben, dass der Ex-Smokey-Sänger mal den Weg auf den Nordhäuser Petersberg finden würde. Sein großes Herz für Kinder macht's möglich. Chris Norman will Geld sammeln und die Fans nehmen sein I Meet You at Midnight wörtlich. ...3500 Menschen sind gekommen, um ihn zu hören und in Erinnerungen zu schwelgen an die wilde Jugend und die erste große Liebe. Für den Sänger geht's bei diesem Auftritt allerdings mehr um ein Zukunftsprojekt. Ich bin glücklich, dass ich das Kinderhospizprojekt unterstützen kann. Ein Konzert zu geben ist etwas, das mir sehr leicht fällt. Da kommt Geld rüber, warum also nicht? Andere Aktionen sind geplant, um weiter Geld zu sammeln. Zum Beispiel werde ich Sachen aus den 70ern von mir versteigern. Ich bin froh, einfach dabei zu sein. Schon vor dem Auftritt hatte sich der Sänger ein Bild vom künftigen Kinderhospiz machen können. Das derzeit als Schule genutzte Haus soll modernisiert und umgebaut werden für Familien mit sterbenden Kindern. Chris Norman, selbst fünffacher Vater, weiß, wie wichtig es ist, in einer solch traurigen Situation nicht allein zu sein. Er selbst hat vor 5 Jahren einen Sohn verloren. Diese Situation ist schlimm, vor allem wenn kleine Kinder auf ihren Tod warten. Dann ist es wichtig, dass sie einen Ort haben, an dem die ganze Familie Tag und Nacht zusammen sein kann und sie nicht nur besucht werden. Nur das hilft. 5 Euro pro Ticket haben dem Projekt weiter Gestalt gegeben. Insgesamt 20.000 Euro konnte Chris Norman gestern Abend für das Hospiz einspielen. Damit erhöht sich das derzeitige Spendenaufkommen auf 500.000 Euro. Das Konzert war bislang jedoch die schönste Art zu spenden, meinen viele Fans. Sie hoffen auf noch mehr Musik in Nordhausen für die gute Sache.